Herzlich willkommen zu diesem Video. Hier geht es darum, wie man Terme umformt. Ich rechne dir Beispiele vor, und zwar nicht nur mit Variablen, also mit Buchstaben, sondern auch wirklich mit Zahlen, die ich einsetze. So solltest du das Ganze verstehen. Damit das klappt, bleib bitte bis zum Ende vom Video auch dran. Ich heiße Dennis, in Lernvideos wie diesem hier und auch auf meiner Website guterklärt.de bekommst du Mathematik und auch andere Schulfächer einfach erklärt. So, Terme umformen, fangen wir mal ganz einfach an. Sagen wir 3x plus 2x. So, da hier in beiden Fällen ein x vorkommt, dürfen wir einfach addieren. Also 3 plus 2 ist 5 und zwar x. Warum ist das so? Nun, setzen wir mal x gleich 2 ein. Also 3 mal 2 plus 2 mal x, also 2 mal 2, ist gleich das in Kurzform 5 mal x, also 5 mal 2. So, Punkt vor Strich beachten. 3 mal 2 ist 6 plus 2 mal 2 ist 4, ist gleich 5 mal 2 ist 10. Also 6 plus 4 ist 10, 10 gleich 10. Das heißt, das hier ist schon mal richtig zusammengefasst. Nehmen wir als nächstes Beispiel 6a minus 2a. Auch hier in beiden Fällen kommt a vor, also können wir das Ganze zusammenfassen. 6 minus 2, also 4, und zwar 4a. Auch hier mal kurz noch ein Beispiel mit Zahlen dazu, dass du siehst, dass das auch funktioniert. Danach geht es an schwerere Beispiele. Also 6 mal a, a ist 3, also 6 mal 3, minus 2 mal a, also 2 mal 3, das soll 4a sein. Also 4 mal und a ist 3. Auch hier Punkt vor Strich beachten. 6 mal 3 ist 18. Minus 2 mal 3 ist 6. Ist gleich 4 mal 3, also 12. 18 minus 6 ist 12. 12 gleich 12. Also stimmt das hier auch. Nächstes Beispiel, 5x plus 2y minus 3x plus 4y. Also hier gibt es einmal x und einmal y als Variablen. Wir dürfen dann zusammenfassen, wenn die Variable gleich ist. Also erst einmal suchen wir uns alles mit x raus. Also 5x und minus 3x. Das mache ich mal rot. Und dann haben wir hier noch y, 2y und hier hinten 4y. So, das können wir jetzt entsprechend zusammenfassen. Also, erst einmal alles Rote mit x. 5x minus 3x, das ist 2x. Ich unterstreiche das auch mal rot. Und dann können wir noch die y zusammenfassen, hier in grün. 2y plus 4y ist 6y. 6y. Also wenn die Variablen gleich sind, können wir sie auch zusammenfassen. So, Beispiel mit Zahlen. Sagen wir mal x gleich 2 und y gleich, machen wir einfach mal 1. So, 5 mal x, also 5 mal 2 plus 2 mal y, 2 mal 1 halt, minus 3 mal x, also 3 mal 2, plus 4y, also 4 mal 1. Das soll genauso groß sein wie 2x, also 2 mal 2, plus 6y, also 6 mal y, 6 mal 1. Schauen wir mal, ob das passt. Punkt vor Strich. 5 mal 2 ist 10, plus 2 mal 1 ist 2, minus 3 mal 2 ist minus 6, plus 4 mal 1 ist 4, ist gleich 2 mal 2
ist 4 plus 6 mal 1 ist 6. So, dann fassen wir mal zusammen. 10 plus 2 ist 12, minus 6 ist dann 6, plus 4 ist 10. Also 10 auf der linken Seite ist gleich 4 plus 6 ist 10, auch auf der rechten Seite. 10 gleich 10 stimmt, das heißt, das sollte mit der Zusammenfassung auch geklappt haben. Du möchtest das Umformen von Termen noch ein bisschen üben, dann schau mal unter dieses Video, dort findest du Übungsaufgaben mit Lösungen, mach die einmal selbst, dann wirst du fitter in diesem Thema. Ansonsten würde es mich sehr freuen, wenn du ein Abo oder einen Daumen hoch für das Video dalassen würdest, dann erhältst du auch in Zukunft weitere Mathematikhilfen von mir. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.